Dennis Marke hat einen gewohnt harten und schweren Match hier im Tessin mit einem schlechten Ausgang für den FC Aarau. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir sind super gestartet, die ganze erste Halbzeit. Eigentlich nur eher eine Platzhälfte gewesen. Wir haben zwei, drei Mal die Latte oder den Pfosten getroffen und den Ball nicht reinwählen. Und beim ersten Schuss machen sie natürlich das Goal und ist bitter. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, so weiterzumachen wie der erste. Und dann bekommen wir die rote Karte. Ich habe nicht gesehen, was der Steph gemacht hat. Und dort ist es natürlich extrem schwer geworden für uns, auch mit dem Platzverhältnis. Und dann haben sie Blut geleckt und dann sind sie nochmal gekommen. Und dann haben wir recht schnell als 2-1 bekommen. Dann war es fast unmöglich, noch etwas zu machen. Wir haben es probiert, wir haben gekämpft bis zum Schluss. Aber dann haben wir noch das 3-1 bekommen, wir haben hinten aufgemacht. Und schade. Wäre sicher mehr drin gelegen, wenn man die erste Halbzeit anschaut. Du persönlich kommst zu einer langen Verletzungsphase aus. So hast du dir dein Debüt nicht vorgestellt beim FC Aarau. Ja, ich bin heiß drauf gewesen, endlich mal nach 5 Monaten dürfen auf dem Platz stehen. Und am Anfang hat es super angefangen, aber eben schlussendlich hätte ich mir ein besseres Debüt gewünscht. Ja. Wie war es für dich gewesen, die letzten Monate nur zuzuschauen? Ja, es war nicht einfach gewesen, vor allem nach der Knieverletzung bin ich eigentlich wieder fit gewesen. Bin kurz davor gewesen, wieder dürfen zu spielen. Und dann im Abschlusstraining habe ich mich verletzt und dann ist es nochmal 5 Wochen gegangen. Und dort ist es natürlich nicht so einfach, wieder den Kopf aufzutun und weiter zu arbeiten. Aber ich muss sagen, das Staff und auch meine Mitspieler haben mich immer motiviert und jetzt bin ich da. Die Hauptprobe ist jetzt heute vor dem Göppach gründlich missglückt. Mit was für Gefühl schaust du auf den Match vom Mittwoch und was rechnest du für Chancen aus? Ja, sicher. Wenn wir so wie die ersten 60 Minuten spielen, dann haben wir sicher gute Chancen. Wir haben super gespielt. Viele Chancen erarbeitet und wo wir dann einer weniger waren, haben wir einfach das Spiel verloren. Wir müssen schauen, dass wir so Dummheiten einfach nicht machen. Und dann sehe ich dem Ganzen positiv entgegen. Danke vielmals. Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marc Schellibaum, eine bittere Niederlage im Tessin. Es hat lange nicht so ausgesehen. Wie hat man den Match noch aus den Händen gegeben, nachdem man so gut gestartet ist? Ja, absolut. Die erste Halbzeit hervorragend. Sie haben eine Chance für das, was passieren kann. Wir haben unglaublich gut gespielt. Torchancen gehabt, die wirklich mehr als 100% waren. Und die haben wir nicht gemacht. Das war unser Fehler. Und dann die rote Karte, die unglücklich oder dumm ist. Auch. Das kann nicht sein. Wir können uns nicht so strafen wegen einer gewissen Schiste, die ich zuerst anschauen muss. Aber es gibt nicht einfach so eine rote Karte. Und das hat uns natürlich wehgetan und dann schlussendlich auch die Niederlage eingeführt. Hast du gesehen, was bei der roten Karte passiert ist? Nein. In der ersten Halbzeit hatten wir 3-mal einen Lattenschuss gehabt. Ist heute einfach auch sehr, sehr viel Pech dabei gewesen. Ja, das kann man schon so sagen. Also, der bittere Nachgeschmack ist einfach, dass wir verloren haben. Weil ich muss sagen, die erste Halbzeit war hervorragend. Der Spieler ist auf dem schwierigen Boden. Wir haben Aktionen gekauft, die hervorragend ausgespielt waren, aber wir haben sie einfach nicht gemacht. Und das ist auch Fußball. Und die zweite haben wir eigentlich auch nie aufgegeben. Und dann einfach dumme Goal bekommen. Aber nein, sie haben eigentlich wirklich alles gegeben, das eine. Und das andere haben wir einfach auch Pech gehabt mit diesen gefühlten 3-4 Pfosten-Lattenschüsse. Und das gibt es auch Tage. Aber es ist wieder ein bitterer Moment, ja. Mit dem Ivan Audin und dem Dennis Markey hast du zwei Debütanten bzw. Startelf-Debütanten gehabt. Wie bist du zufrieden mit ihnen? Ja, wie mit anderen eigentlich. Auch wenn wir verloren haben, es klingt vielleicht nicht richtig, aber es war wirklich so gewesen, der ganze Match, wenn du den analysieren kannst. Aber der Dennis hat das sehr, sehr gut gemacht und Ivan auch. Das hat mir gefallen und jetzt müssen wir einfach wieder aufstehen. Es ist ein schwieriger Moment, aber wir müssen aufstehen und weitergehen. So ist das Leben. Danke vielmals.